Sie gesehen, wie ich hier umgelenkt habe. So, einmal Folien rauchen. Oh Gott, Riemen weg. Boah. Das muss so. Richtig gut mit uns hier. Was sagst du? Das klappt ja richtig gut mit uns hier, habe ich gesagt. Die paar Reste mache ich dann noch weg zum Schluss. Huch, falsch. Der legt den Ball nicht ab. Du musst automatisches Ablegen einschalten. Y oder so? Muss ich mal gucken. Kommst du vorbei? Ja. In der Ecke vergessen, ne? Echt?
hier, wo ich gerade bin. Ich meine, ich kann es auch so. Es geht auch so. So viel ist es nicht. So, dann ist auch Schluss für heute für mich. Wenn das durch ist. Doch langsam Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Und? Warum? Nö. Ich wollte eigentlich nur kurz eine Runde Landwirtschaft spielen. Extra geschrieben. Jetzt so jederzeit aussteigen können, ne? Du bist jetzt nicht mehr. Schatzi, was soll ich dir sagen? Ja, aber wir sind auch schon wieder fast 2 Stunden dabei, insofern. Ja, richtig. Sammeln wir hier noch die Ballen ein und dann. Oh, NPC-Auto hier. Komm, lass mich vorbei. Ich bin aber auch immer wie eine Mauer, ne? Da kommst du ja nicht durch. Ach, du sammelst die Ballen schon ein, gut. Nee, ich sammle die nicht ein. Nee? Nee. Ach so, Tobi, ja. Entschuldigung. Ich bin das, ja. Ja. Das bin ich. Kein Ball mehr zusammen, 58%. Und so viel ist hier nicht mehr.
kriege ich keinen mehr zusammen. Ich kann das auch machen. Kannst du dich schon auslangen, was essen? Das ist überhaupt kein Problem. Ist gut. Weil ich weiß ja gar nicht, ob es mit einer Tour überhaupt reicht. Nee, reicht nicht. Ich bin jetzt voll. Na dann. Lass mich. Wo soll ich denn hin? Nö. Würde jetzt nicht eher gehen. Ballenpressen. Biogasanlage. Mhm. Wo ist die Biogasanlage? Macht Spaß. So, oh Gott. Der letzte. Wisst ihr, wo die Biogasanlage ist? Nee. Ganz rechts an der Karte, rechts von Feld 23. Soll ich doch nicht, Schatzi. Willst du dich schon mal rausgeben? Nein, ich lock mich doch jetzt nicht eher aus, Schatzi. Just saying. Alles gut. Dann ist keine Pflichtveranstaltung mehr. So, ich habe alles eingesammelt. Das Gerät haben wir ja gemietet, ne? Mhm. Kann ich das ja hier stehen lassen? Boah. Sehr gut. Blöder Stein. Ja, ich bin wieder aufgerichtet. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt mal klappt. Mhm. Gespannt, wie die Biogasanlage aussieht. Was sagt denn unser neues Feld? Ich grad. Mais im Wachstum, Unkraut 0%. 391 Eier. Aber da ist noch Platz, das würde ich sagen. Lass mal noch warten. Hm. Warten wir noch. Oh. Guck mal, der Stapel wird doch Stück für Stück voll, ne? Palette. Jetzt sind ja schon 20 Eier. Ja, und wir haben nur noch 574 Nahrung. Also es ist ganz gut, wenn wir demnächst das Weizen dann auch mal ernten. Ist die Frage, sollen wir noch mehr Hühner kaufen, bis das Ding hier voll ist, oder? Nee, das hat gar nichts gebracht, als ich noch mehr 50, es werden nicht mehr angezeigt. Und 100 finde ich schon recht viel. Hm. Nee, ich würde sagen, wir lassen das so. Sonst kommen wir mit dem Futter auch nicht mehr hinterher. Unser schöner Hahn. Hat auch keine Hühner. Echte Hühner. Dazu kaufen wir uns Hühner. Können wir machen. Sind wir dann auch von der Sorte, die sich quasi nur Eierpappen kaufen, die dann verschenken? Und dann wollen wir aber auch die Eierschalen zurückhaben. Zum Verfüttern wieder. Zum Verfüttern wieder, genau. Ja. So, okay, wie funktioniert das jetzt hier? Ein paar abladen. Hohoho. Okay. Der Hahn rannte dir wild Krähen mit flatternden Federn hinterher. Okay. Ich glaube, der mag keine Eindringlinge. Aber die sind schon gut animiert, ne? Wenn die so, so laufen, sieht das schon ziemlich echt aus. Ja. Ich hätte ja gerne noch. Oh nein. Schweine, Kühe, irgendwas. Ich hab's an der falschen Stelle entladen. Nein.
Muss jetzt wieder alle einsammeln. Ja, die stehen jetzt quasi vor der Box, einmal so in Zweier, im Zweierturm, 8 Stück übereinander. Die müssen wir also erst umstoßen, dass ich die wieder einsammeln kann. Warte, ich gehe kurz aus dem Radlader raus, da kannst du dich kurz reintappen. Kannst jetzt tappen. Ja, wir fahren gerade hin. Ich bin auch nicht. Achso. Okay. Wo ist es denn? Oh Gott, ist ja wirklich am Arsch der Welt. Naja, ich fange schon mal an, ich warte jetzt nicht auf euch. Bieps. Obwohl, ich könnte dir ja theoretisch auch gleich in die Box stoßen. Oder? Das Patrick fährt das wie immer wild. Hat den Tempomat drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich überhaupt hier hin muss. Einfach geradeaus, immer weiter geradeaus. Na, fahr mal vorbei. Kann ich nicht, fahr mal ein Stück vor. Ja, da musst du auch lenken, dann kommst du auch vorbei. Ja. Ich fahr dir einfach hinterher. Oder ich fahr übers Feld. Hier hinten war ich überhaupt noch nie. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Wow, was für ein Aquädukt. Ey! 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 Da vorne kommen sie angebrettert. Na, schön wär's. Mich hat hier ein KI-Auto völlig umgekippt. Siehst du das Problem? Oh mein Gott. Und wo muss es hin? Hier, wo ich stehe? In die Box wahrscheinlich. Hier ist Abladung, ne? Ah. Oder zumindest laut Symbol. Ach so, okay. Ich dachte in die Box da. Ja, das kriegt ihr ja, theoretisch mit dem Traktor auch geschoben. Ich würde einfach schon mal die anderen holen. Ich versuch's mal zu schieben, ja. Vielleicht kriegt das irgendwie jetzt so. Das müsste eigentlich immer angezeigt werden. Vielleicht könnte es auch in die Zone schieben irgendwie. Naja, ihr kriegt das hin, ich hol die restlichen. Er ist nicht schön mitschieben. Und umschmeißen mit Anlauf? Naja. Komm, ich komme. Ja. Umgefallen. Sehr schön. Mal groß, ob du es nach rechts rüber schieben kannst. Nee. Du bräuchst so ein Schaufelding jetzt. Nee, kommst du gar nicht weiter. Aber dadurch, dass sie jetzt liegen, kann er sie vielleicht dann mit dem Gerät nochmal neu aufsammeln. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was? Oh ja, jetzt. Keinem erzählen. Was wir hier machen. Ja, ja, ja. Aber geht nicht. So bin ich. Seid sicher, dass das hier ist? Gibt's
steht Biogasanlage. Ist auch ein Ausrufezeichen dran. Halt doch in diese Box hier. Und wie willst du das da reinkriegen? Gabelstapler. Ballen aufschneiden. Na toll. Jetzt hat gerade irgendjemand Geld abgegeben, kann das sein? Nee. Ist gerade ein Geldeingang gewesen. Du hättest wahrscheinlich rückwärts ranfahren müssen, dass es hier in diese Box reinfällt irgendwie. Ja, das habe ich probiert und dabei ist es quasi vor der Box gelandet. Also entweder war ich bloß noch nicht weit hinten genug, das kann auch sein. Ja. Probieren wir es. Ich habe noch einen aufzuladen, dann komme ich. Da. Liegt hier noch einer? Nee. Guck mal den Stapel, den musst du aber. Der fährt nicht so schnell. Stapler fährt nicht so schnell. Nee. Ich glaube auch nicht, dass du mit dem Stapler hier weiterkommst. Lass probieren. Na gut, dann warten wir mal ab. Biogasanlage. Das KI-Auto muss jetzt lahmarschig hinter mir herfahren, aber nicht überholen. Wie viel fährt denn der Gabelstapler? 25. Denk dran, immer Schlangenlinien fahren, dass ich keiner überholen kann. Ja. Ja, dann würde ich erstmal probieren, die jetzt direkt in die Kiste zu schmeißen. Das ist halt die Frage, ne? Oder du fährst mal an diese Abladeseite und guckst mal, was der da anzeigt. Jetzt piept mich ein bisschen an, ob ich dich abgeben kann oder annehmen. Das hat durch den einen oder anderen Ballen dann auch aufsammeln, ne? Da jetzt so einzeln. Glaube ich, das Einzige, was ich mit dem Gabelstapler machen kann, die alle hinlegen, dass du die dann wieder aufsammeln kannst. Es wird überall das Gleiche angezeigt, also, ja. Dadurch, dass aber die zwei Ballen, die jetzt hier in der Ablagezone schon lagen, nicht abgegeben wurden, glaube ich, ist es wirklich die Box. Achso. Nee, kannst du mit dem Gabelstapler gar nicht aufschneiden. Glitschen durch die Zinken durch.
reicht immer noch nicht. Das ist so, ich würde ja so von der Seite versuchen, wo ich jetzt stehe. Nämlich. Meinst du? Nicht so einfach. Glitsche noch. Eigentlich hätte ich hier gedacht, die gehören hier rein, in diese Riesencontainer, aber... So. So, meinst du? Naja, aber hier ist kein Schild zum Abladen, nichts. Wenn ich mir wirklich setze, das Scheißding jetzt so. Ballen entladen. Okay, geht das hier überhaupt? Tja. So viel dazu. Hier 21%. Okay, passt auf, ich sammle die jetzt nochmal ein. Oder ein, zwei. Und leg die mal, wie Uwe gerade meinte, in diese komische Ablage da. Naja, aber da ist nichts, da ist kein Schild, gar nichts. Ne? Ist auch echt nervig, sowas. Na komm. Sowas kann ich nicht leiden. Das ist der zweite Auftrag, der kein Geld bringt, weil das Spiel verpackt ist. Entweder das oder wir haben es noch nicht ganz kapiert, wo es wirklich hingehört. Das wird nicht richtig angezeigt. Dann klippt er dir recht gut rein, ne? Aus dem Aufnehmer. Naja, aber in das Ding hier rein passen sie ja auch nicht. Schlag nicht um das Rad. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich die mal Da hinten ist halt, wie gesagt, kein Zeichen, kein Nichts. Ja, naja, das wird nicht gehen. Und hier drüben bei Uwe, also hier. Bei mir. Da kannst du mal mit dem Wagen hinfahren, genau. Direkt runter mit dem Hänger. Sie hier hin oder in das zweite? Nee, jetzt. Nee, jetzt zeigt, zeigt er dir irgendwas an jetzt? Nee, im nichts Menü? Anderes als. Nee, nee. Nichts, was woanders auch steht. Also, ich kann die mal hier entladen. Yes. Müssen eigentlich instant damit verschwinden. Nee. Nein, ich bin auch weiterhin 21%. Wir hätten sie am besten verkauft beim Viehhändler. Ja, das hat ja letztes Mal nicht funktioniert. Nee. Ui. Ui! Ui! Na ja, Schatzi, lass mich mal kurz ran. Ja, aber
alles. Nimm dich jetzt mal ab und ist mit und sitzt hier nicht rum von mir wegen dem Rumspiel. Was ist denn das hier? Das ist zum Füllen. Wieso steht da Ballen aufschneiden, wenn ich rangehe? Du willst, dass die zwei Ballen da jetzt hängen. Was bitte? Dass da die zwei Ballen da oben an dem Ding jetzt an hängen. Ah ja. Also diese Dinge hier, da steht Füllstand Häckselgut, also da kommt's auf gar keinen Fall rein. Steht denn der Gabelstapler? Jetzt doch gesetzt und der hat total nicht festgebunden. Der kann also auch aufnehmen, wenn die Dinger gestartet sind. Das ist schon gut. Lass mich hier ein bisschen. Wir werden die aus dem Kasten werden wir da nicht mehr rauskriegen, oder? Oh, jetzt hat irgendwas ist wegge... ist gerade einer in der Kiste weggedingst. Ja. Müssen die doch da rein. Ja. Aber... Die liegen bloß kacke. Nee, wir haben falsch angefahren. Wir müssen hier von der breiten Seite anfahren, nicht von der schmalen. Ja, meine ich ja. Genau das meine ich. Nicht von der schmalen Seite. Genau das meinte ich schon. Aber jetzt sind die zwei oder der eine, der da noch lag, ja weg. 31% sagt der Vertrag. Aha. Kriegt die auch nicht weggeschoben. Ne. Nö, da muss ich mit dem Ding hier dran. Der klippt ja Gott sei Dank recht großzügig. Noch nicht. Voll vielleicht. Okay, dann würde ich den kurz von der anderen Seite so wegschieben. Bloß die spannende Frage, wie man das Ding da am besten ran manövriert.
Einfach rückwärts ran. Genau. Will ich's machen? Ist ja besser dran. Ich meine, du hast es ja auch verkackt, also musst es. Hey, hey, hey. Wie das gehen soll, weil der lädt das ja eigentlich auf dem Boden ab. Schon ein bisschen merkwürdig. Hm. Wenn das auch nicht geht, dann scheiß drauf. Doch, doch, das geht, weil das haben wir ja gesehen, wenn die reinfahren. Nur, er muss halt hier an die breite Seite ran. Ja, das reicht noch nicht. Da müssen wir nochmal neu ansetzen. Da kann man einfach daneben fahren und die irgendwie einzeln ab. Geht das? Wie denn? Sie das mal du ausprobieren? Kann, ja, vielleicht gibt's ja. Du kannst ja auch Dünger ein- und ausladen, weißt du, wenn du irgendwo stehst. Vielleicht geht das ja. Vielleicht ist das gar nicht die Entladefunktion von dem ganzen Hänger, sondern einfach nur ranfahren, wie beim Düngemittel und dann irgendwie. Das können wir noch ausprobieren. Wie siehst du das? Ja, ich würde trotzdem nochmal neu. Ja. Du stehst hier im. Ach nee, du auch. In der Silage. Ja. Hier hat man den besten Blick. Tja, reicht das schon? Das sieht gut aus. Ist jetzt, hast du nur das Entladen von dem ganzen Kasten oder hast du jetzt noch irgendein anderes Abladen, einzeln oder so? Nee. Das Abladensymbol ist an jeder Position gleich, egal ob ich das jetzt hier auf dem Hof ablade oder jetzt in der Box. Du hast kein zusätzliches Verkaufen oder Entladen oder so. Okay, na dann mal langsam. Probier's mal. Ja. Ich glaube nicht, dass das so geht, aber. Ja, vorhin hat es ja auch so komisch daneben gebackt. Ja, ja, eben, weil das Ding ja ganz auf den Boden geht. Ja, nicht also nur das, so, sondern weil ihr von der schmalen Seite reingefahren seid und da lagen die Dinger oben drauf. Also. Trotzdem nicht funktionieren, aber probier's. Also. Okay, let's go. Du bist ja theoretisch jetzt eine Stange. So, 3, 2, 1. Zack. Zack. Bleib mal so und dann schieb dich mal zurück. Ja, warte mal. Wie gesagt, nicht der Container ist voll. Ja. Oh. Der Container ist voll. Jetzt erst warten, bis sie das verarbeitet haben, oder was? Lohndienst abgeschlossen. Tatsächlich. So, Bein pressen, abschließen. 11.000, okay. Immerhin gab's das Geld. Mann. Und die liegen hier trotzdem noch rum. Das ist uns mir jetzt gerade scheißegal. Das ist mir jetzt auch so mega. Wir fahren jetzt noch die Traktoren heim und dann ist Schluss. Ja. Brumm, bin schon da. Na gut, das Stück können wir jetzt noch fahren. 11.000, immerhin. Ja, überhaupt keinen Ärger gemacht. Mais im Wachstum läuft. Okay, aber wieder was gelernt, weiß man, wie man ranfahren muss. Ja, schon ganz schön umständlich. Oh, aber die dritte Palette Eier ist indessen angekommen. Cool. 408 Eier, aber da können wir, glaube ich, warten, bis wir die voll haben. Jut. Noch. Wie ist das Futter? Die Hälfte ist noch drin. Also 553 Tonnen Liter. Nee, das geht. Das geht. Mit wie viel Speed kamst du denn da angelaufen? Boah, Stein. Fast überfahren worden.
Na fein. Guti. Das war doch easy peasy, lemon squeezy. Tolle Aufgaben, tolle Ergebnisse. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.